Das kann nicht unser Maulwurf sein. Sie ist trotzdem ein Risiko. Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthols folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Hey, was geht hier vor? Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Entschuldige. Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Dr. Tatum? In der Tat. Wieso hackst du dich in unsere Server? Ich habe nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner. Ist unbegrenzte Macht gefährlich? Sie ist tödlich. Ada ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Aber mit Technologie können wir ihre Fehler beheben. Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Hören Sie, ich habe das Passwort nur erraten, okay? Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Sie ist gewalttätig. Ihre Infektion verschlimmert sich wohl. Was? Ich wollte doch niemanden verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Sogar die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Waren Sie da? Ich meine, als Cap starb. Waren Sie da? Ja. Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Danke, ich verzichte. Verdammt, George! Schnappt euch das Mädchen, los! Toll, Kamala, du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Ich kann nicht mehr nach Hause. Ami, Abu, die würde ich in Gefahr bringen. Ich hab's richtig verbockt. Jutta. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Shit! Oh, wir werden direkt verfolgt. Das ist nicht gut. So, auf so Zeitdinger bin ich eigentlich nie besonders gut. Oh, oh. Es gibt kein Versteck. Ich muss aus der Stadt raus. Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh, fuck. Ich sehe das A überhaupt gar nicht so schnell. Oh. Nein, 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 falsche Taste. Oh. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wo ist. Hallo. Ach, ich Idiot. Ich habe tatsächlich die falsche Taste gedrückt. Ah! Warum hat das dann beim ersten Mal funktioniert, als ich B gedrückt habe? Ach, so ein Mist. Oh, aber gut. Wenigstens mache ich nicht da hinten weiter. Niemals. Genau, niemals. Wir geben niemals auf. Und wenn wir 20 Mal das Gleiche machen müssen... Nimm das!
Oh, lauf, Mädel, lauf. Ich hab jetzt schon schwitzige Hände. Ich weiß gar nicht, wohin. Was? Stehen bleiben! Nein, wir bleiben nicht stehen. Oh, komm. Bleib stehen! Geh weg! Dahin? Ja, wir springen doch schon! Aber wir bekommen kein A. Achso, okay. Ich will nicht bleiben, um es rauszufinden. Ich will auch nicht bleiben. Ich weiß aber nicht, wohin. So. Oh, fuck. Warum kann ich mich nicht bewegen? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich wohl aus der Stadt rauskämpfen. Okay, gehen wir es an. Wie denn? Was denn? Ah! Jeder Held hat eine intrinsische Anzeige, die den Einsatz seiner Spezialfähigkeiten begrenzt. Miss Marvel kann mit der Polymorph-Fähigkeit die Form ihres Körpers verändern, um... Ach, wir sind Miss Marvel, okay. Um Angriffen mit blauen Indikatoren automatisch zu entgehen. Außerdem wird ihre Offensivstärke erhöht. Halte RT, das ist R2, um die Polymorph-Fähigkeit einzusetzen. Der Einsatz der Fähigkeit verbraucht irgendwelche Energie, die sich im Laufe der Zeit wieder auffüllt. Okay, halte RT, um dich gegen Angriffe zu verteidigen und deinen Nahkampfschaden zu erhöhen. Hört sich einfach an, werde ich garantiert verkacken. Bitte ergeben Sie sich den Aim-Einheiten. Ihr wollt Kräfte sehen? Na schön! Nein! Positiv! Angreiferin ist in Human! Das hat mich verraten! Also irgendwie, keine Ahnung. Verstehe es nicht so ganz. Oder es funktioniert nicht so ganz. Komm, weich aus. Sind das Granaten? Okay, okay, okay. So ist gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen sollte, aber so ist gut. Da ist noch einer. Nein, weich aus, weich aus. Da ist irgendwie eine Bombe. Komm schon, komm schon. War das alles? Komm, weich doch mal aus, Mensch. Und hau drauf. Verstärkung eingetroffen. Oh Gott. Geben wir doch unseren neuen Freund. Drücke RB, um High Five einzusetzen. High Five. Okay. Eine helfende Hand. Oh, das ist cool. Das weniger. Großartig, meine Lieblinge. Halte, Moment, Moment, links, links und RT. Ah, okay, verstehe. Deine tödliche Gewalt. Wir brauchen sie lebend. Ja, das ist ja schön. Ja, komm, komm, komm. Ausweichen, ausweichen. Ach, da sind schon wieder diese Fliegeviecher. Also die Drohnen, die nerven aber echt. Hallo, weich doch mal aus. Was sind die denn da? Netter Versuch, aber dafür habe ich geübt. Komm, wo ist er? Das ist gut, dass du geübt hast, aber dafür müssen wir die Drohnen auch sehen. Okay. Oh. Rückendeckung, Nakia. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Bye, Jersey.
Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu perfekt. Mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Wird Zeit für eine neue Dosis. Mir geht's gut. Sie lagen 6 Monate im Koma. Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht, hätte ich's schon eingerissen. Hören Sie auf damit. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass Sie sich noch um die Avengers sorgen? Meine Leute werden das schon erledigen. Wir müssen Adaptoid starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Oh. Ah. Das ist unglaublich! Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Hey, Abu. Ich habe deinen Rat befolgt. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Unglaublich, dass mein Handy hier überhaupt keinen Empfang hat. Ich kann hier tatsächlich nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls, Du hattest recht, wir haben richtig Spaß. Ich bin Sonntag wieder da. Ich werde artig sein. Hab dich mehr lieb. Okay, alle Verschwörungstheorien online deuten auf diese Schlucht als Heimatbasis der Resistance hin. Sie sind meine einzige Chance. Okay. Wo sind wir? Das stand, glaube ich, jetzt gerade kurz drin, aber ich kann nicht gleichzeitig lesen und zuhören. Wenigstens weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Typisch. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Tja. Oh. Was macht AIM bloß hier draußen? Ich wusste, das kann nicht so einfach sein.
Gucken wir mal eben, ob hier nichts ist, was uns verfolgen kann. So. Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Es kommt drauf an, wie man Totenschädel deutet, würde ich sagen. So, mal schauen. Oh je, unser Leben ist aber ganz schön runter. Die Resistance. Hier müssen sie sein. Es muss so sein. Oh nein. Ach komm. Er hat sie zuerst gefunden. Ja, ernst. Er leidet an Held Schaden, sinkt seine Willenskraft. Regeneriere als Kamala Khan Willenskraft, indem du ihre Support-Heldenfähigkeit Heilungsgeist verwendest. Wenn die linke Anzeige voll ist, drücke LB, also L2, um zu heilen. Oh Gott. Okay. Komm schon. Na komm. Hab ich jetzt beide getroffen? Nee. Was ist hier passiert? Hallo? Vielleicht könnten sie fliehen, bevor... Okay, da gehen wir gleich mal eben gucken. Ich gucke erstmal hier, weil das sieht mir doch... Nein, einige müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. War hier nicht... Doch, hier ist noch was am Blinken. Okay, wieder ein Comic, wenn ich das richtig verstehe. Hilfe. Okay, Fragmente, Ressourcen. Draußen ist auch noch sowas. Okay. Wahrscheinlich kommen jetzt eh wieder Drohnen oder so. Okay, also da muss ich nur reinlaufen, so wie es aussieht. Ist da hinten noch irgendwas am Blinken? Nee, ne? Na, steht auch, dass ich da hinten rum muss. Okay. Ich muss weitersuchen. Boah, ich wollte gerade sagen, die macht alles richtig und dann springt sie daneben, oder was? Ja, ist gut. Boah, mein Controller ist hier am Vibrieren ohne Ende stellenweise. Da weiß man gar nicht, ob gerade ein Gegner kommt oder ob das jetzt nur war, wenn man gesprungen ist. Um zu sehen, wo ich bin. Ja, wir wissen gerade nicht, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Sei nicht böse, Abu. Ich vertrete mir nur die Beine. Genau, wir üben nur ein bisschen, ne? Oh. Ja, dann lauf auch. Doch, da kannst du noch. Und los. Wow. Ich kann es nicht fassen. Ich hab's geschafft. Ja, freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht am Ende. Oh nee, der Controller macht sich wieder selbstständig. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Kann ich verstehen. Ui. Das kann doch nicht. Die Chimera. Ich hab sie gefunden. Oh. Ich kann's nicht glauben. Mädel, was machst du? Kannst du mal stehen bleiben? So. Ich gehe mal davon aus... Um Sprinten ein und aus... Ach so, muss man gedrückt halten. Okay. Hallo? Kann man sich mal umdrehen? Hängt sich das Spiel gerade auf? Hallo? Los geht's! Okay. Also es hat sich aufgehangen, bis ich das Sprinten eingeschaltet habe. Auch nicht schlecht. Und A, um einen Supersprung zu machen. Okay. Nein, du sollst da nicht runterspringen. Vorsicht! Muss ich das hier auch oder reicht dir normaler Sprung?
Ja, komm. Lauf. Okay. Das brauchen wir hier nicht. Aber es ist schon mal gut zu wissen, obwohl da sehr viel ist, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich muss mir sehr viel merken. Ob ich mir das jetzt alles bis... Nein! Warum springt die nicht darauf? Ist sie doof? Ja, ich weiß, was ich machen muss. Es wäre nur schön, wenn er auch in die Richtung gehen würde, wo ich hingezeigt habe. Okay, Muss ich da hoch? Gesehen? Nee, da muss ich hin, ne? Niemand hat's gesehen, weil du Selbstgespräche führst. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Okay. Wow. Ich weiß jetzt, wo welche Tasten liegen. Frag mich ruhig. Ich muss weiter. Aber lass mich nicht abstürzen. Hier muss ich hier nur Supersprünge machen, ne? Oh, okay. Muss hier sein. Hier noch was einsammeln. Cooles Spielzeug. Können wir das mitnehmen? Nein, schade. Okay, hier vorne war nichts mehr, was blinkt, ne? Da ist noch was. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Ja, wenn sie noch da wären, ne? Das müssen wir dann herausfinden. Oje, oje. Lichter! Jemand ist zu Hause! Meinst du? Ups! Unten war der Reaktorraum. Wahrscheinlich muss ich nach oben. Okay. Oh Mann, ich muss in der Nähe sein. Reaktorraum hört sich nicht gut an. Ich habe nämlich gerade erst die Tschernobyl-Serie geguckt. Scheiße, das Kommandodeck. Wo sind denn alle? Tja, ich schätze, das müssen wir herausfinden. So, haben wir hier noch irgendwas, was am Blinken ist? Doch, hier oben ist was. Das ist es. Das ist das Hauptquartier der Resistance. Okay. Das war jetzt nur die Beleuchtung hier. Da können wir runter. Habe ich nicht hier gerade? Ne, das war nur das auf dem Boden, glaube ich, was ich leuchten habe sehen. Okay. Es muss eine Nachricht geben oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder man hinterlässt keine Beweise? Ja, clever. Oh oh. Ziemlich staubig. Nein, sie sind hier irgendwo. Ich bin mir nicht so sicher. Vor allen Dingen habe ich gerade irgendwas gehört. Sammelobjekt, okay. Ich meine, von da unten war das. Deswegen gucke ich jetzt erstmal hier oben. Hier blinkt nichts mehr, aber hier die Sachen können wir noch nehmen. Ich weiß immer noch nicht, was das für Fragmente sind, aber egal. Hallo, du sollst nicht einfach so gehen. Kann ich hier hoch? Also hoch kann ich wahrscheinlich. Ah, da. Okay. A-Day-Vorbereitung, Sammelobjekt. Was ich auch gerne mal gucken würde. Fotomodus, Option, da ist nichts drin. Was haben wir denn hier alles Schönes? Nahkampfausrüstung, höhere Nahkampfausrüstung. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Hier ist auch was am Blinken.
Okay. Nein, nicht rausgehen. Hallo. Da ist wahrscheinlich nichts drin, nehme ich an. Ja, da kommt nichts. Okay, Kosmetik. Da kann man dann noch andere Sachen freischalten, beziehungsweise nur freischalten, dass man es kaufen kann. Das ist soweit okay. Fähigkeiten. Kann man das freischalten, kaufen oder irgendwas? Nee, das sind die normalen. Das sind wahrscheinlich die, die man sich kosten 1 von... Also kosten 1 und ich habe 0. Nicht genug Fähigkeitspunkte. Wie bekomme ich denn Fähigkeitspunkte? Okay. Aber gut zu wissen, weil da habe ich ehrlich gesagt so noch nie geguckt. Ja gut, wir haben erst einen freigeschaltet. Das kann ich nachvollziehen. Ah, Codex. Das wollte ich nämlich wissen. Dann kann man nämlich die Daten ansehen. Ich mag es nicht, wenn Stark Industry in meinen Garten Wurzeln schlägt, ohne mich aus Höflichkeit wenigstens zu informieren. Tony redet immer vom natürlichen Wachstum der Adventures, aber das Ganze riecht doch sehr nach seinem Ego. Genau wie das Innere seiner Blechrüstung. Ich weiß, sie arbeiten eng mit ihm zusammen und ich will ihr Verständnis auch nicht vermiesen. Aber manchmal sollten sie ihn einfach umgehen, denn sonst wird er immer für ein Szenario sorgen, bei dem er als Held im Scheinwerferlicht steht. Pym Technology arbeitet in der Region schon länger an der Erzeugung sauberer Energie. Aber er hat sich nicht die Mühe gemacht, mit uns zu reden. Weil es um uns geht, nicht um die Wissenschaft. Und die Öffentlichkeit liebt das. Aber ich schimpfe zu viel. Ich bin froh, dass Sie sich gemeldet haben, Monika. Sie könnten in Ihrer Ecke jemanden gebrauchen, der Toni kennt und weiß, wozu er fähig ist. Ich will nur, dass er sie nicht ausnutzt. Darin ist er ziemlich gut. Hank Pym, Pym Industry. Ach, das kann man abspielen. Ich mag es nicht, wenn Stark Industries in meinem Garten Wurzeln schlägt. Ah! Ja, cool. Dann würde ich sagen, dass wir demnächst die Sachen einfach vorlesen lassen, sobald ich was bekomme. Ich meine, ich möchte jetzt nicht... Was ist das da hinten? Nee, das war nur... Okay. Ich möchte jetzt nicht alles rückwirkend noch abspielen. Hallo? Nein. Oder doch? Nee. Okay, anscheinend ist es zu... zu schwer oder wie auch immer. Da können wir was machen. Vielleicht komme ich in die Crewquartiere. Ah, natürlich. Muss den Strom wieder einschalten. Okay, wir müssen den Strom einschalten. Die Frage ist jetzt nur, wo und wie. Vielleicht kann ich den Strom irgendwie wieder einschalten. Ach, an dem Ding selber, oder wie? Vielleicht kann ich einen Schalter umlegen oder sowas. Ah. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie lange das dauert, würde ich normalerweise sagen, dass ich einen kleinen Cut mache. Da müsste ich hinkommen. Okay, konzentrier dich. Muss mich nur dehnen. Geschafft. Oh, yeah. Oh. Nein. Na ja, klar. Wow. Gemacht, Kamala. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao!